Hallo und herzlich willkommen am Gendarmenmarkt. Mehr als 4 Jahre ist mir jetzt dabei, den französischen Dom, die französische Friedrichstadtkirche und das Hugenottenmuseum zu sanieren. Und zumindest mit dem Turm, also dem französischen Dom, ist man inzwischen fertig geworden. Und seit heute ist er auch wieder zugänglich und man kann auf die Aussichtsplattform in 40 Metern Höhe hinter mir steigen. 254 Stufen führen nach oben und das werden wir heute mal machen und uns das Ganze anschauen. Viel Spaß dabei. Zunächst aber einige Anmerkungen zur Geschichte des Platzes und der Gebäude. 1648, am Ende des Dreißigjährigen Krieges, Berlin hatte mehrfach Heere in seinen Mauern gesehen, hatte die Stadt nur noch 6.000 bis 7.000 Einwohner, ein Drittel der Häuser war zerstört. Zum Glück betrieb Friedrich Wilhelm I., genannt der große Kurfürst, danach eine intelligente Ansiedlungspolitik. Er erließ am 8. November 1685 das Edikt von Potsdam, und reagierte damit auf das Edikt von Fontainebleau, das Ludwig XIV. Am 18. Oktober erlassen hatte. In dessen Folge setzte trotz Strafandrohung eine Massenflucht von etwa 200.000 Protestanten aus Frankreich ein. Die Hälfte der 40.000 Hugenotten, damals noch Refugee genannt, die in die deutschen Territorien flohen, ließen sich in Brandenburg-Preußen nieder. 6.000 von ihnen kamen nach Berlin. Um 1700 stellten die Refugee etwa 20% der Bevölkerung der Stadt und haben das Leben der Stadt auch stark beeinflusst. Die meisten siedelten sich in der neu geschaffenen Friedrichstadt an. Die Friedrichstadt hatte, nach dem Tod des großen Kurfürsten im Jahr 1688, dessen Sohn, Kurfürst Friedrich III. Und spätere König Friedrich I., anlegen lassen und nach seinem eigenen Namen benannt. Es entstand eine moderne Stadt mit schachbrettartigem Grundriss, mit Karrees, ähnlich angeordnet wie ein Memory-Spiel. Die Friedrichstadt wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1710 dann zusammen mit den bis dahin selbstständigen Residenzstädten Berlin, Köln, Friedrichswerder und Dorotheenstadt zu einer Stadtgemeinde Berlin vereint. Am 1. Juni 1701 wurde zudem der Grundstein für die französische Kirche der Hugenotten in der Friedrichstadt gelegt, auch als Symbol für die Glaubensfreiheit in Brandenburg-Preußen, das weitere Einwanderer anlocken sollte. Im August 1701 erfolgte am anderen Ende des Platzes die Grundsteinlegung der deutschen Kirche, die zur gleichberechtigten Nutzung der reformierten und der lutherischen Gemeinde vorgesehen war. Beide Kirchen befanden sich damals auf einer freien Fläche, aus der später der Gendarmenmarkt hervorging. Baumeister der französischen Kirche waren die Hugenotten Louis Caillard und Abraham Quesnay. Gemeindemitglieder hatten die Kirche in Eigenarbeit errichtet. Die Einweihung der französischen Kirche fand am 1. Juli 1705 in Anwesenheit des Königs statt. Nach genau 200-jährigem Bestehen der Kirche wurde im Jahr 1905 sowohl der Baukörper als auch das Innere nach Plänen von Otto March neobarock umgestaltet. Der Umbau wurde als Giebelinschrift über dem Eingangsportal dokumentiert. Gott zu Ehr, der Gemeinde zum Segen, unter dem Schutze der Hohenzollern erbaut 1705, erneut 1905. Aber nun zum französischen Dom. Die Türme kamen erst 80 Jahre später, zwischen 1780 und 1785 hinzu. König Friedrich II. Hatte beschlossen, den Gendarmenmarkt repräsentativer zu gestalten. Sein Weg zum Schloss führte über den Platz und er fand ihn hässlich. Es folgte der Abriss der angrenzenden Befestigung sowie der Stallung des Kürassierregiments, der Gendarmes. Das Regiment wurde in die Dorotheenstadt verlegt. Friedrich der Große ließ zwei fast identische, funktionslose, reine Schmucktürme an die deutsche und die französische Kirche anbauen. Es gab anfangs nur eine Tür, aber keine Fenster. Um eine symmetrische Platzgestaltung zu erreichen, musste die französische Kirche ihren Friedhof um die Kirche aufgeben. Im Gegenzug erhielt sie vom König lebenslanges Nutzungsrecht zugesprochen. So, wir gehen jetzt erstmal in den französischen Dom. Das Zeitfensterticket will eingehalten werden und auf dem Weg nach oben führe ich die Geschichte dann fort. Mit der Ausführung wurde der Baumeister Karl von Gonthardt beauftragt. Gonthardt, 1731 in Mannheim geboren, entstammte einer hugenottischen Familie. Zunächst war er Baumeister in Bayreuth, aber als es dort kaum mehr Aufträge gab, kam er auf Empfehlung Wilhelmines von Bayreuth, der Lieblingsschwester Friedrich des Großen, nach Potsdam. Gonthardt trat 1764 in den Dienst Friedrichs II., der ihn sofort mit der Errichtung des neuen Palais und den dazugehörigen Kommunen beauftragte. 1770 folgte die Gestaltung der Stadtseite des Brandenburger Tores in Potsdam. Den Entwurf der Feldseite übernahm sein Schüler Georg Christian Unger. In Berlin waren Gonthardts Hauptwerk die Säulenvorhallen und Türme des deutschen und französischen Doms auf dem Gendarmenmarkt.
Allerdings ist der Grund und Boden in Berlin für Hochbauten nicht sonderlich gut geeignet. Wie schon im Video zum Berliner Schloss geschildert, war bereits Andreas Schlüter mit dem Bau eines Münzturms gescheitert. Und so erging es auch Gonthardt. Bis zum Gesimse unterhalb der Säulentrommel waren die Bauarbeiten bereits gediehen, als sich am frisch gemörtelten Mauerwerk des französischen Doms große Risse zeigten. Erste Warnzeichen, die sich am 28. Juli 1781 bestätigten. Mitten in der Nacht war ein Knirschen und Knarren zu vernehmen, das sich zu einem dumpfen Donnern steigerte. Das Bauwerk krachte in einer riesigen Staubwolke in sich zusammen. Getroffen hat es aber den deutschen Dom, der Bau des französischen Turms stand noch. Allerdings musste auch er wieder abgetragen werden. Eine Katastrophe für Karl von Gonthardt. Erstaunlicherweise fiel er bei Friedrich II. Nicht in Ungnade, sondern behielt die Bauleitung der Königlichen Bibliothek, wo er das Treppenhaus in den großen Saal einrichtete. Auch vom Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Erhielt er größere königliche Aufträge. So stattete er 1787 bis 1790 neun Zimmer der Königskammern im Berliner Stadtschloss aus und er entwarf das Marmorpalais in Potsdam. Die Fertigstellung der Türme traute man ihm aber nicht mehr zu. Dies übernahm Georg Christian Unger. Unger behielt die Entwürfe von Gonthardt im Wesentlichen bei, änderte aber die Statik, indem er die tragenden Mauern breiter und damit stabiler auslegte. Die Außenansicht der Bauten wurde dadurch kaum verändert. Im 19. Jahrhundert war in diesem Turm außer den Wohnungen des Küsters und des Kirchendieners die französische Domschule Berlin untergebracht. An der Nordseite eine Knaben-, an der Südseite eine Mädchenschule mit je 6 Klassenzimmern und der Wohnung des Vorstehers. In den Jahren 1929-1930 wurde der Turm innen ausgebaut und beherbergte danach in der mittleren Rotunde den Ehrmannsaal und ab 1931, mit Unterbrechung in der Kriegszeit, das Hugenottenmuseum. Der Name Dom bezieht sich übrigens auf das französische Wort Dom für Kuppel. Auch wenn sie keine sakrale Funktion haben, sind die Türme eben mit einer Kuppel gekrönt. Im Zweiten Weltkrieg am 24. Mai 1944 brannte die Turmkuppel aus. Die Figur auf der Kuppel, die den Triumph der Religion symbolisiert, stürzte ab. Die darunterliegenden Geschosse blieben wegen der 1931 eingezogenen Betondecke relativ unversehrt. Dort fanden von 1944 bis 1982 die Gottesdienste der französisch-reformierten Gemeinde im zur Kirche umgestalteten Ehrmannsaal statt. Die geretteten Bestände des Hugenottenmuseums konnten nach Kriegsende wieder ausgestellt werden, auch die wertvolle Bibliothek war erhalten geblieben. 1981 begann die Rekonstruktion und zur 750-Jahr-Feier Berlins wurde am 9. August 1987 der Turm der Öffentlichkeit übergeben. Mit Hugenottenmuseum und erstmals mit einer Aussichtsbalustrade in 40 Metern Höhe und einem Glockenspiel mit 60 Glocken. Schließlich hatte West-Berlin zur 750-Jahr-Feier ein Carillon bekommen, also musste es in Ost-Berlin auch eines geben. 2004 bis 2006 erfolgte nochmals eine Sanierung der Fassade des Doms für 6 Millionen Euro und auch 18 der 60 Bronzeglocken wurden repariert oder neu gegossen. Bevor wir einen Rundumblick über Berlin genießen, gehen wir noch kurz hoch zum Glockenspiel. Wie gesagt, gibt es das seit 1987. Das Instrument besteht aus 60 Glocken, hat einen Umfang von 5 Oktaven und ein Gesamtgewicht von 29 Tonnen. Die tontiefste Glocke wiegt 5700 Kilogramm, die kleinste Glocke 14 Kilo. Das Glockenspiel im französischen Dom ist das zweitgrößte der Stadt, weil 1987, ebenfalls aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins, im Tiergarten ein Glockenspiel mit 68 Glocken errichtet worden war. Bei der Erneuerung der Technik des Glockenspiels im Jahr 2006 wurden unter anderem ein Teil der Schlaghämmer ausgetauscht und eine Verstärker- und Lautsprecheranlage installiert.
Eine kleine Korrektur zum Anfangsgesagten. Nicht mehr als, sondern fast 4 Jahre war der französische Dom wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Aber deutlich länger als geplant hat es schon gedauert. Eigentlich sollte er schon im Frühjahr 2019 fertig sein. Die Insolvenz zweier Baufirmen habe zu erheblichen Verzögerungen und Umplanungen geführt, heißt es. Im Innern des Turms hat sich für mich sichtbar nicht viel verändert. Die größten Sanierungsarbeiten betrafen die öffentlich nicht zugänglichen Räumlichkeiten und die Erneuerung der Technik kann man ja auch nicht sehen. Ein zweiter Fluchtweg wurde ebenfalls geschaffen. Wie schon erwähnt, ist man mit der Sanierung des Hugenottenmuseums noch nicht fertig. Es soll ebenso wie die Kirche im September wieder eröffnen. Neue Betreiberin der Aussichtsplattform und der Veranstaltungsräume im französischen Dom ist seit dem 1. Juli die Berliner Agentur Besondere Orte Umweltforum Berlin GmbH. Sie organisiert bereits seit 2015 das Veranstaltungsmanagement für die französische Friedrichstadtkirche. Gemeinsam haben Agentur und französische Kirche ein Konzept erarbeitet, mit dem die Gebäude wieder zu lebendigen Orten im Herzen Berlins werden sollen. Die Öffnung der Aussichtsplattform ist dafür der erste Schritt. Ende Juli soll das neue Restaurant Hugo und Notte unter der Kirche öffnen. Im September, wie gesagt, das Hugenottenmuseum und die französische Friedrichstadtkirche. Anke Stopperich, Geschäftsführerin der Besonderen Orte Umweltforum Berlin GmbH, sagt, die Sanierung hat Dom und Kirche wieder miteinander verbunden. Wir planen eine Reihe von Angeboten, bei denen beide Gebäude besucht werden können. So soll die Plattform zukünftig bei Veranstaltungen länger geöffnet sein und die Besichtigung auch während eines Besuchs des Museums, nach dem Gottesdienst, beim Essen im Restaurant oder bei Führung auf dem Gendarmenmarkt möglich sein. Öffnungszeiten der Aussichtsplattform sind im Sommer täglich von 11 bis 19 Uhr, im Winter täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Kinder bis 6 Jahren sind frei. Nachdem wir jetzt einmal komplett rumgelaufen sind, noch ein paar Anmerkungen, was zu sehen ist. Unter uns das Dach der französischen Friedrichstadtkirche, dann der Blick Richtung Potsdamer Platz mit dem Sony Center und dem Daimler Areal. Im Hintergrund die Gedächtniskirche und ganz hinten der Teufelsberg mit der Radarstation und rechts daneben der Funkturm. Die Kuppel vom Reichstag ist gut zu erkennen, rechts daneben der Cube und der Hauptbahnhof, dahinter wäre die Europa City. Der gleiche Blick nochmal, aber dann der Schwenk gen Norden über die Museumsinsel nach Osten, wo man dann die Kuppel vom Berliner Dom gut erkennen kann, den Fernsehturm natürlich. Rechts daneben ebenfalls gut zu erkennen das Berliner Schloss, Humboldt Forum. Der Turm dahinter ist der vom Roten Rathaus und die Kirche mit den beiden Spitzen, die Nikolaikirche, die älteste Berlins. Rechts daneben noch der Turm vom Stadthaus. Damit geht's auch schon wieder hinunter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Kommentare, ein Like, ein Abonnement meines Kanals und wünsche jedem, der es schafft, vorbeizuschauen, viel Spaß beim Besuch des französischen Doms und natürlich gutes Wetter. Alles Gute und bis zum nächsten Video.